Eigelb ist jetzt schon hier drin. Dazu geben wir einmal Vanillezucker. Der Ofen heizt übrigens vor. Entweder 190 Grad Umluft oder 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und die Mengen und alles steht ja unterm Video in der Infobox. Also Eigelb, Vanillezucker, normaler Zucker. Dann brauchen wir Butter. Dann etwas gemahlene Mandeln. Ob die jetzt blanchiert sind oder nicht, das spielt keine Rolle. Dann gemahlene Haselnüsse. Und dann natürlich noch Mehl. So, und das vermischen wir jetzt ordentlich miteinander. So, jetzt habe ich erstmal einen Teil vom Teig genommen und das Ganze zu so einer Rolle geformt. Einfach so. Und dann tun wir einfach so 4-5 cm lange Stücke machen. So. Ich versuche das jetzt einfach hier an der Seite so ein bisschen flacher zu machen. Und dann, so kommt es dann aufs Backblech. Das habe ich hier neben mir mit meinem Backpapier. Jetzt einfach die Teile nehmen und hier an den Seiten so ausdünnen. So, also ich werde euch die doppelte Menge reinschreiben. Das ist jetzt ein Backblech, also mit ein paar leeren Stellen, was bei mir bei der Hälfte des Teiges rausgekommen ist. Aber wie gesagt, euch schreibe ich die doppelte Menge rein. Und so geht es jetzt in den vorgeheizten Ofen. So, und wir mischen jetzt gerade noch unseren Zucker. Ob ihr jetzt da Puderzucker nehmt, also ich nehme jetzt Kristallzucker. Also das kann ja jeder auch wieder machen, wie er möchte. Und das mischen wir jetzt dann schön mit Zimt und Zucker. Was sage ich denn? Oje, von den Gedanken mit Vanillezucker. Aber Zimt kann man natürlich gerne auch nehmen, ist ja klar. Aber das war jetzt nicht der Plan. So, die waren jetzt 10 Minuten im Ofen. Die sind jetzt noch sehr, sehr weich. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, anstatt dass ich die wälze, werde ich einfach hier den Zucker drüber streuen. Weil sonst würde ich die jetzt zerquetschen, weil die so weich sind. Deswegen mache ich das jetzt erstmal so. Weil man muss das Ganze ja im warmen Zustand machen, sonst bleibt es ja nicht mehr haften. So, da ist jetzt ein bisschen was gebrochen, weil ich habe die dann doch nochmal in den Zucker reingetunkt. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich kann ich ja jetzt auch probieren und muss das nicht erst umsetzen, weil da gibt es ja auch nicht mehr, dass man irgendwie auf was warten muss. Also es sind wirklich ganz schön mürbe. Und jetzt bin ich mal gespannt. Super, super lecker. Wie man sich Vanillekipferl wünscht, nach meinem Geschmack. Ja, und deswegen kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!